Yes, we are super shadow fighting the pose を見せてやろう。その美しさにさ、刻まずくがいい。Ja, hi und willkommen, mein Name ist Anibal B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, Son Gohan kann schon kaum erwarten, sie seinem Bein ist die ganze Zeit voll abspacken. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns den Ginyu Force Kommando gestellt, immer noch hatten ein, zwei Schwierigkeiten und ja, und ich will jetzt ein bisschen einfacher. Wir haben unsere ganzen Seelenabzeichen mal ein bisschen schön gelevelt und ja, mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen einfacher hier haben. So, die Dragon Balls, die warten hier auf uns. Und ja, Problem ist, Freezer ist jetzt weg, der ist jetzt gar nicht da. Da müssen wir ausnutzen. Problem ist, Vegeta schleicht hier irgendwo rum. Was die beiden aber nicht wissen. Ach ja, die haben die eingebuddelt, genau. Stimmt, ich wollte schon sagen. Hat Ginyu die einfach liegen lassen und die Befehle von Freezer ignoriert? Porunga erscheint. Vielleicht erscheint ja, wenn man ihn ansingt. I know a song that gets on everybody's nerves. なんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、それじゃお父さんじゃない。え、悟空じゃない。で、どういうことだ。わかりません。でも僕にはわかるんです。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。なんだって。 Hi. よく、ここまで来れたな。<笑>そうさ、この俺は剣を独占隊隊長、銀遊様だ。ああ、そんな、あれがお父さん。体を入れ替えただと？厄介になってきやがったぜ。こら、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。遠慮なくそいつをぶっ飛ばしちまえ。そんな、貴様の元の体だぞ。勝てるはずがなかろう。やってみりゃわかるさ。
そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。バカめ、このギニュー様にそんなハッタリは通用せんぞ。 Oh, bitte nicht. Der ballert uns jetzt wieder. Ja, wir gehen halt andere Klamotten an, stimmt. Ja, der MG nur Level 23. Jesus, Level 26. Oh mein Gott, ey. Und ja, nicht so schwer, habe ich mir gedacht. Ey, ich werde den nur überall abgeknallt, ey. Verprügeln wir mal unseren Vater, ne? Warum nicht? Ja, gemacht. Ich habe übrigens, wenn ich jetzt nicht wüsste, was in Dragon Ball Z alles passiert und so, hätte mich wahrscheinlich jetzt ein bisschen gespoilert, weil in der Enzyklopädie habe ich schon irgendwie einen Eintrag von Majin Buu Saga Son Gohan bekommen. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich irgendwie Son Gohans Seelenabzeichen da hochgelevelt habe in der letzten Folge, ne? Also die Dinger irgendwie hochzuleveln, hätte ich vielleicht noch nicht machen sollen, nehme ich an, ne? Ich weiß nicht so hoch, aber ja. Und der Eintrag, der hätte mich gespoilert, wenn ich jetzt nicht über Dragon Ball Z wüsste, ne? Ja. Ich glaube sowieso nicht, hat niemand das Spiel spielt, der jetzt nichts von der Serie weiß. Laut Game Reviews sind Anime-Spiele, die auf Animes basieren, immer nur für Fans. Das habe ich schon mal erwähnt, ne? Das ich mir voll ankotzt. So Reviewer, so online von so Spielseiten irgendwie so Tests abgeben. Und so ein Call of Duty, das irgendwie jedes Jahr rauskommt und immer genau das gleiche Spiel ist, irgendwie, weil er nicht so 90% oder 4 von 5 Sternen oder irgendwie sowas bekommt. Und dann kommt mal so ein Spiel auf eine Anime basiert. Und ja, das Spiel wird jetzt nicht so gerecht, irgendwie die Story nachzuerzählen und so. Und dann, das ist nicht so gut und so. Und ja, das Spiel ist eigentlich nur was für Leute, die was von der Serie verstehen. Das ist nur ein Spiel für Fans der Serie. Ja, echt? Ich will mal also sagen, dass dieses Dragon Ball Z-Spiel, dass die Geschichte von Dragon Ball Z erzählt, nur was für Leute sind, die die Geschichte von Dragon Ball Z mögen. Das ist jetzt, boah. Deswegen achte ich auch nie irgendwie so auf so Reviews oder so. Ich gucke mir eigentlich nie Reviews von irgendeinem Spiel an. Und ich tue mich jetzt richtig irgendwie darauf festlegen, ob ich mir ein Spiel oder nicht. Weil die Leute irgendwie für Sachen abgeben, das finde ich jetzt schwachsinnig, ey. Guckt euch Gameplay und Trailers an und Jesus tot. Dann wisst ihr schon genug, was ihr über das Spiel wissen könnt. Hey, pass auf, das ist mein Körper. Mein. Also wirft ja natürlich wieder die Frage aus, wie sah Ginyu vorher aus?
Und das irgendwie seine wahre Gestalt ist? Nee. Nee, ist ja auch nicht. Gibt irgendwie so eine Hintergrundgeschichte von dem und so. Der irgendwie meinen Körper von irgendeinem stinkreichen Typen irgendwie so übernommen, um beliebt zu werden. Ich glaube, ich habe erstmal den Land eingesetzt hat. Ich weiß gar nicht, von wo er kommt. Irgendwie nicht. Vegeta ist schwächer als Genjo, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt. Nein. Einfach am Froschstein geworfen. Da. Oh, verdammter Mist. So, jetzt darf ihm bloß niemand küssen. Ja, das war's mit der Genio Force. Vielleicht noch im letzten Part so dranhängen können irgendwann, aber egal. Bleibt nur noch Freezer übrig. Wortwörtlich. Dragon Ball Dragon Ball もうお前がそれを知っても無駄だ。そろそろデンデが地球人たちのところに着く頃だ。お前が知りたがっている合言葉を伝えにな。何？ ただの時間稼ぎだったのか。ギニュー特戦隊の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。とにかくベジータや地球人とギニュー特戦隊の間に何かが起こった。そしてドラゴンボールは。 Oh ja. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwierig für uns, habe ich so Gefühl. さて、貴様らにはイメージ良くないな。 Ist der Stolz des Saiyans, ich klatsch dir gleich eine. すげえ軽さだ。ほとんど重さを感じねえぞ。肩も全然邪魔になりませんよ。自由に動きます。ごはん、悟空を治療している間に最長老さんところに行ってみよう。シェンロンを呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからな。そうですね。行きましょう。合言葉とやらはお前らが調べておけ。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。 Ein weiterer Fehler. Irgendwie machen voll viele Leute irgendwie Fehler.
Zabon hat einfach mal Vegeta hochgeheilt. Vegeta macht ein Nickerchen. Freezer hat Stände am Leben gelassen. Irgendwie machen die Leute hier dauernd Fehler in diesem Arc. Aber das ist eine Quest, gut. Ja, schon dabei sind. Ja, mal hier durch. Automatisch am Fliegen. So, ich will noch ein paar Schiffe kaputt haben, wenn es geht. Aber das ist noch die Quest. Mach weiß mir die Quest. Was hat denn hier? Das ist so ein, ja. Ich frage mich, ob ich irgendwas bekommen, wenn ich die mal alle einsammle. So, ich meine, ich habe alles eingesammelt, aber ich habe nichts bekommen. Das war's. Boom. So. Okay. Nein, hör auf zu düsen. Danke. Da ist auch noch was drin. Heiliger Text der Kampfkunst. Er hat einfach durch die Tür gesprungen. Kalin ist höflich. Ich kann ja irgendwie nicht sehen, wie viele Kugeln ich habe, weil ich ja nicht auf die Weltkarte irgendwie gehen kann. Ja, auf der Erde. Da kann man ja irgendwie sehen, wie viele Kugeln man noch irgendwie. Hm. Oh, das ist einfach so ein. Er sah irgendwie wichtig aus auf den ersten Blick. Hi. Wer bist denn du? Mann, sie müssen doch irgendwo sein. Die Freezer-Armee. Verdammt, sie haben mich gefunden. Wir müssen ihn erledigen. Abgetrünniger Koch Melone. Melone, also ja, okay. Freezer Soldaten sind alle nach Obst benannt, ich weiß. Okay. Wollte mich herausfordern, wollte wirklich kämpfen? Verdammt. Damit tun wir ja vor einige Schüsse ziehen. Okay, das war einfach. Hätte gar nichts gegeben. Nein, aber ja, du bist ein Schwächling. Ich habe auf ihr gewinnt, lass mich nur in Ruhe. Aber was wollte jemand drehen, der am Boden liegt? Aber du stehst doch. Nein, das machen wir nicht. Dann lass mich in Ruhe. Ja, Entschuldigung. Okay, oh wow, ihr habt tatsächlich auf mich gehört. Moment, ihr gehört gar nicht zu Freezer Sami, oder? Ich erkenne euch nicht. Ach so, du dachtest das wahrscheinlich wegen diesen Uniformen. Hey, wollt ihr mich etwa reinigen? Ich dachte, ihr wollt mich zurück zur Basis bringen. Entschuldige die Verwirrung. Also solange ihr nicht das nochmal macht, Mann, oh Mann. Moment, warum entschuldigen wir uns bei ihm? Was macht ein Freezer, ein Soldat der Freezer-Armee hier draußen und warum machen andere Soldaten die Angst? Wie ich schon sagte, ich dachte, ich wollte mich zurück zur Basis bringen. Ich bin ein prominenter Koch bei der Armee. Ihr habt doch sicher von mir gehört, oder? Ich bin der berühmte Koch Melone. Wir haben leider auch nicht von dir gehört. Was? Das, ich muss wohl noch an meiner Berühmtheit arbeiten. Aber egal. Ich habe mich der Armee nur angeschlossen, um zu diesem Planeten zu gelangen. Auf Namek gibt es nämlich Zugang zu besonderem Obst, das es ausschließlich hier gibt.
Ich wollte es unbedingt haben, also habe ich mich von der Armee entfernt, um nach zu suchen. Damals hattest du Angst, dass wir dich zurückholen wollten. Ich hatte keine Ahnung, dass es solchen Obst auf Namek gibt. Wenn ihr mir helft, könnt ihr mit eigenen Augen sehen. Es ist kein Trick, ich schwöre es. Was meinst du, Krillin? Wie ich dich kenne, willst du den Typen wirklich gerne helfen, oder Son Gohan? Sieg für meine Ohren, vielen Dank. Also ich suche Ekelmelonen, Ajisa, Orangen und Rollo-Nüsse. Wo finden wir dieses Obst? Wenn ich wüsste, wäre ich schon unterwegs, aber laut dem Computer befindet sich die Melone im felsigen Gegenden. Und die Orangen, ziemlich skurril, wachsen offenbar an den Wurzeln von Bäumen. Abgefahren, oder? Und die Rollo-Nüsse? Richtig, Rollo-Nüsse wachsen auf Bäumen im Hochland und zu reifen fallen sie runter und rollen weg. Also findet sie wahrscheinlich weiter weg von den Bäumen, aber keine Ahnung, wo genau. Sie könnten sogar ein bisschen ins Meer rollen. Ja, kann sein. Da sollten ihr auch mal nachschauen. Findet jedenfalls alle drei Obstsorten. Dann bekommt ihr eine Belohnung. Hehehe. Okay, finden wir die drei Obstsorten und bringen sie hierher. Lass mich nicht hängen. Ich kann nicht feuern, ehrlich. Okay. Wird aber hier überall angezeigt, gut. Irgendwo im Meer. Das könnte nervig werden. Warum nicht? Schon irgendwie weniger Gegner jetzt durch die Gegend zu fliegen, habe ich so Gefühl. Also, oder? Rollonus. Wow, das Ding ist hart. Kann man die überhaupt aufknacken? So, nächstes. Ja, nee, da sind Gegner. So. Da. Was? Nein. Ich will nur das einsammeln. Ekelmelone. Das muss eine Ekelmelone sein. Wie geht's? Sie ist ganz schleimig. So. Dann war weiter. Wahrscheinlich wieder irgendwo drinnen, ne? Wenn ich jetzt so raten könnte, sind in den Felsen drin, genau. Oh Gott. Einsammeln. Ajisa Orange. Ja, das ist wahrscheinlich eine Ajisa Orange. Haha, die riecht wie eine Blume. So, jetzt haben wir alles. Okay, geht's wieder zurück. Jetzt geht's wieder zurück. Boom. Hätte sein können, dass da was drin war. Okay, okay. Gut. Ah. Bin getroffen? Keine Ahnung. Hi. Wir sind zurück. Ich glaube, wir haben alles gefunden, wonach du gesucht hast. Hey, gute Arbeit, ihr zwei. Ihr wart anscheinend richtig guten Leute für den Job. Mal sehen. Ekelmelone, ein Biss in den saftigen Fruchtfleisch und ihr köstlicher Saft schickt die Geschmacksnerven eine Reise in eine andere Welt. Für die meisten Leute ist es ja nur eine leckere Frucht, aber eine bestimmte Spezies wird beim Essen in eine Art Rausch versetzt. Wow, das wusste ich nicht. Eine Energisa Orange, ihr überwältigend süßer Aroma wird von frischen Orangenduft ergänzt. Natürlich schmeckt sie noch besser und ihr Weichhaut ist auch köstlich.
Außerdem löst sie eine besondere Reaktion im Körper aus, die Kraft des Essenden vorübergehend um ein Vielfaches erhöht. Aber genau wie bei der Ekelmenone gibt es diese Wirkung nur bei einem bestimmten Spezies. Du redest ständig von einer bestimmten Spezies. Welche Spezies meinst du denn? Hast du dir etwa das noch nicht zusammengereimt? Warte. Genau, ich meine meine Spezies. Menone hat die Ekelmenone und die Ajisa Orange gegessen. Sein Ki ist viel höher als bisher. Hey, seht ihr, ich habe mich übertrieben, als ich die Auswirkungen der Frucht auf den Körper beschrieben habe. Ich fasse es nicht an uns reingelegt. Ha, was für ein tolles Gefühl. Jetzt seid ihr zwei dran. Boah. Für euch gibt es den ultimativen Fruchtsaft. Was? Ah, dank meiner neuen Kraft bin ich jetzt stark nur, um diese Rollonuss zu knacken. Ja genau, ich brauche die Ekelmelone und die Ajisa Orange, um die Rollonuss zu knacken. Aber die Melone wird den Saft mit ihren reichen Aroma ergänzen und der Duft der Orange wird das Getränk abrunden. Köche, habe ich nicht recht. Ha. Alles in Ordnung? Ja, mein Körper war wohl besonders anfällig für die Wirkung der Frucht. Jedenfalls ist der Saft jetzt fertig. Hier, nehmt ihn als Dank für eure Hilfe. Zum Gohan hat den ultimativen Fruchtsaft erhalten. Danke. Oh, jetzt bin ich fix und alle. Ich glaube, ich lege eine kleine Pause ein. Hoffentlich kann ich mit diesen Zutaten noch etwas anderes Leckeres kredenzen. Dieser Typ steht wirklich auf Essen. Hm? Ja, ich dachte echt, dass er gegen uns kämpfen würde. Ich auch. Ich hatte schon angefangen, mein Ki aufzuladen. Er wirkte echt, als ob er was im Schild führte. Ja, und sein Lachen klingt echt böse. Stellt er mich so an? Lass das. Ich weiß, dass ich ein berühmter Koch bin, aber ich werde jetzt ganz rot. In der Freezer-Armee gibt es wirklich seltsame Typen. Ja, alles klar. Gut. Tschüss. Und Level up. So, bevor wir uns da weiter auf die Story stürzen, würde ich aber sagen, wir machen mal diese ganzen Schiffe kaputt. In der Hoffnung, dass irgendwas für uns winkt. Ja, keine Ahnung. Vielleicht eine Trophäe. Wenigstens. So. Ich mache mal hier so eine. Das ist auch noch ein Schiff. Das was Rotes. Warum sehe ich das von hier aus? Aber wenn ich manchmal irgendwie so Sachen am Suchen bin, ne? Vielleicht meine Chance nutzen, während ich hier nur ein bisschen fischen vielleicht. Aber das ist sehr nah da, wo wir hin müssen. Nein. Dann habe ich die Quest gerade abgeschlossen. それが、やっと。やっぱり、そうだと思いました。僕は最長老様に言われて、願いの叶え方を教えに来たんですよ。あれは、なめくごで喋らないと、願いは叶えられないんです。なめく。Rückwärtssprache。 Ich weiß gar nicht, ob das im Japanischen auch so ist, aber im Deutschen haben die einfach nur rückwärts gesprochen. <笑>急ぎましょう。最長老様の寿命。それにもうすぐこちらにフリーザが来るかもしれません。そうか。ところでベジータは休息するとか言ってたよな。はい。もしかすると眠ってるかも。よし。できるだけ気づかれないように戻ろう。 Damit wir uns was wünschen ohne ihn. Boah. Clever. Ja, mit den Schiffen kaputt machen wird wohl nichts. Vegeta war doch da. Nimmte mas yo. Aiz, tatakatte bakka datta kara na. Shikashi, kore wa Vegeta o dashinuku chance da. Aiz ni satorare nai yo. Sotto Dragon Ball o hanareta basho made hakobidaso. Gut.
なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。はい。何かがこっちに近づいてる。すごい速さで。え？フリーザだ。急げデンデン。早く願いを叶えさせてくれ。はい。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。Okay, das war, glaube ich, nicht rückwärts gesprochen. Da ist er. Der Drache auf Steroide. Aus irgendeinem Grund spricht der namekianische Drache Japanisch und nicht namekianisch. Oder war es jetzt gerade namekianisch? Hat jetzt nicht Vegas. Also die verstehen ihn, also spricht er Japanisch und nicht Namekianisch. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich muss den Wunsch auf Namekianisch aufsagen, obwohl der Drache deine Sprache spricht, was? わかった。わしの肩に手を置いて話すがいい。すまん。ごはん聞こえるか？聞こえるか？ピッコロさん。そっちの状況は分かった。いいか？よく聞くんだ。一つ目の願いで。この俺を生き返らせるんだ。俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして二つ目の願いを言う。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺は戦いたい。俺はここで遥かに力を増した。必ずそいつを倒してみせる。Das macht keinen Sinn. その星に俺を呼ぶんだ。わかりました。Müsste ungefähr so stark wie Vegeta zu diesem Zeitpunkt sein. Also zur Erde gekommen ist. Vielleicht ein bisschen stärker. テトラプト、ホットピッコロ、プピメロパピモポソ、パートラテモリンペ、クーリプーパス。Ist eigentlich voll idiotisch, weil sie Piccolo wieder beleben, damit Gott wieder am Leben ist, ne? Wie Dragon Balls. Und dann macht er echt so ein Selbstmordkommando und geht auf Namek. Um dann wieder getötet zu werden. ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。はい。テルモバラ、アッコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここがふるさと、ナメック星か。なるほど、妙に懐かしい気分だ。感傷に浸っている場合じゃない。ご飯たちを探さなくては。
遠くにとんでもなくでかい気を感じる。こいつがフリーザって化け物か。その近くにもでかい木が3つ。こいつがご飯たちだ。Alles klar. Piccolo, Erfahrungspunkte. Wie blöd. Frieza が近づいてきてると思えば、どういうことだ、これは。なぜ空が、この星に夜はないはず。なんだ、あの化け物は。ね。それにドラゴンボールの奴らもいない。あの化け物は、あいつらの言っていたドラゴンボールの竜か。くそー、あのガキども、この俺を出し抜きやがったな。Vegeta wird hier nur auf den Arm genommen. Aufnahmig. Oh, aufnahmig. Ja, natürlich.Wir können erklären. さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。三つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デデ、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。Und Zeit abgelaufen. なぜ、竜が消え、ドラゴンボールが。案内しに。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと？俺の不老不死はどうするんだ？それは。あ、ハロやってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか？どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さんぞ、虫けらどもー。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。そんな なんて敵だ。勝てるわけないぜ。
当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか？勝てる。俺とこいつらの3人で戦えば何とか勝てるぞ。待って、おい。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね。 スーパーサイヤ人などと。<笑>大ボラなんかではない。確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身？変身って何だってんだよベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。カムフラージュのためや 平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな。ハッタリだ。そこまでは変わらん。<笑> Auf einmal. そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、 王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろフリーザ。 今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう。そこまで死にたいのなら見せてやろう。よく見ておきなさい。滅多に見られるものでは。Wir sehen ja noch bei einer ersten Form. しまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ 力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら Hast du das nicht gesehen? Wir haben sie die Events sehr verkürzt. Oh Gott, ich mach den Kopf. Statt irgendwie Vegeta noch der ersten Form ein bisschen kämpfen zu lassen, gehen wir direkt zur zweiten Form. Oh, jetzt mache ich den voll Schaden. Oh, hi Vegeta. So, der Kampf gegen Freezer hat begonnen. Oh Gott. Gucken, wie schwer es wird im Laufe der Zeit. Oh ja. Der ist ja noch relativ einfach gesetzt. Ich würde sagen, der ist noch nicht mal eine Herausforderung gerade.
Oh Gott, der macht aber dicke Schaden, sehe ich gerade. Ja, jedes Mal, wenn ich das sage, ne? Aber es ist auch jetzt zweite Form, ne? Gott. In die Fresse. Okay, das ging schnell. Währenddessen 1000 Kilometer entfernt. そっくりだ。ナメック星人か。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの願いが叶ったのか。よかった。色々と事情を知っているようだな。ならば俺がその垣たちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが見殺しにしていくぞ。 どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。それだけに残念だ。元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすれば、フリーザって野郎の力さえしのぐというのか。そうだ。 私はフリーザに圧倒的にやられましたが、あいつの力はよくわかったつもりだ。今更どうしようもないことだ。それに俺はあんな奴と二度と同化する気はない。私と同化しろ。そうすればお前のその力が数倍にもなる。 何？貴様と？時間がない。私はじきに死んでしまう。早く私の体に手を置け。心配するな。人格はお前のものだ。いいだろう。試してやる。 絶対にフリーザを倒せ。いいな。貴様に言われるまでもない。まさかこんなことが。なんという力だ。 Jetzt haben wir einen Nagel bekommen. Der Nagel. So, jetzt Level 29. Und wieder Piccolo. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht dazu kommen, die Schiffe kaputt zu hauen. Da kann er mal versuchen, da unten zu gehen. Weiß nicht. Vielleicht kriegt er dann irgendwann im Laufe jetzt zusammen. Ja, geht mir aus dem Weg. Wo ist denn hier ein Schiff? Da.
sorgt für, ja, ist gut. Ah, jetzt kommen die wieder mit so einem Kack. Aber ja. Ja, vielleicht mal gucken, ob ich neue Attacken lernen kann irgendwo. So, am Ende des Parts hier noch. Ja. Aus dem Weg. Angriffszone wurde aktualisiert. Alles klar. Ich glaube, hier könnte ich noch ein bisschen. Kann ich eigentlich mit Piccolo fischen? Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe sogar getroffen. Okay, das. Okay, aufgeladen hat ein bisschen mehr Reichweite anscheinend. So. Wie sieht denn das aus, wenn Piccolo jetzt fischt? Tue sich jetzt auch so ein Saiyajins Schwanz? Nee. Piccolo ist zivilisiert und benutzt eine Angel. Sehr gut. Hi. Ein Namekianer fischt einen namekianischen Fisch. Das ist ja irgendwo noch so ein Dingen. Warte mal. Da ist irgendwie so High Shops und so. Ja. Hast du nicht gerade bessere Sachen zu tun? Darf ich so offscreen mal so ein bisschen fischen so? Kann ich hier so Heildinger kaufen? 10.000 TP, 50.000 TP. Für AP habe ich denn so TP, Zahlen sind so riesig, ey. 304.000, also 10.000 bringt ja eigentlich gar nichts mehr dann. Da fällt mir noch ein Community. Nail. So, erst wenn du mal und ich könnte Piccolo hier reinpacken. Ja. Hab ich überhaupt irgendwelche Bonus hier? Ja? Wenig. Krillin passt auch nicht mehr hier so rein. Die sind auch nicht in den ganzen. Irgendwann mache ich mir mehr Gedanken darum, aber im Moment muss jetzt nicht.
Aber ich meine, Nail müsste eigentlich auch irgendwas geben, ne? Okay. So kampfmäßig voll blöde, aber was soll's. So. Verkaufen. Warte mal. Was kann ich denn überhaupt verkaufen, ne? Wäre jetzt mal eine gute Frage. Was habe ich denn? Was kann ich denn im Bären? Ich baue jetzt eigentlich. Ich muss ja eigentlich das ganze Essen nicht. Das ist halt blöde. Irgendwie sonst weiß ich irgendwie gar nicht, wie ich an Geld. Ich habe ein Schuhfoto. Ein Tauschgegenstand. Okay, die Sachen sind zu verkaufen. Okay. Machen wir mal. Na komm, kaufen wir hiervon. So. Weiß ja nie, wie viel man braucht, ne? Gut. Ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge holen wir überhaupt noch hier, nee, ne? In der nächsten Folge werden wir uns dann ein bisschen, ja, auf Freezer stürzen und hoffen, dass wir den Klein kriegen in seinen 1 Milliarden Formen. Und ja, in dem Sinne sage ich, hier ist noch ein Schiff, da mache ich doch platt. Wo ist es? Ist noch weit entfernt, ne? Ja. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie zu nah dran bin, ey. So, ich gehe jetzt nicht nah genug daran, um die Sachen einzusammeln. Gut, vielleicht laufe ich noch ein bisschen hier durch Namek, fliege ein bisschen durch Namek herum, irgendwie so Dinger zu sammeln, so Dragon-Kugeln. Ich nehme an, das steht da D für, ne? Und ja. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Angeln werde ich auch noch ein bisschen wahrscheinlich. So ein paar Sachen werde ich hier so offscreen machen. Jetzt nichts Bedeutendes, aber ja. Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Wenn ihr einen Teil lasst, ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikorski.